Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir haben beim letzten Mal Lord Jumbo-Jabos Doppelgänger besiegt und sind zum Riss gekommen, wo wir einen Eingang haben. Wenn ihr das Spiel aber haben wollt und nicht den Vollpreis bezahlen wollt, schaut doch gerne mal runter in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Und wenn ihr weiter runter scrollt, könnt ihr auch beim Gewinnspiel mitmachen. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Video. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und das im Riss. Hier müsste ich einen Zugang öffnen können. Weiche zurück. Und ja, wir steigen wieder hinab in die Welt des Nichts. Was erwartet uns dort? Naja, wer hätte es gedacht, erstmal viel Wasser. Sehr viel Wasser? Also ich hätte gedacht, dass ich in dieser Welt. Ich weiß nicht, in den Trailern hat man etwas gesehen. Genau, dass man da runterspringt. Ich bin diesen komischen Dingern danach gegangen, dass ich nochmal was bekomme. Oha. Okay, das ist interessant. Diese Säulen hier. Aber helfen tun sie mir hier. Weil ich weiß nicht. Warum nicht? Ah, wie komme ich hoch? Habe ich was, was fliegt? Ja, ich habe was, was fliegen kann. Aber ich find's gerade nicht. Du. Was auch ehrlich gesagt nicht gerade, wie man anwenden kann. Vielen Dank fürs Hochbringen. Okay. So. Manchmal überschätze ich ihre Fähigkeit tatsächlich. Aber die Fische machen wir doch mit links. Oder Mittelzeit. Ah, guck mal da. Dieses Item habe ich gemeint, den Wasserblock, weil den hat man, soweit ich weiß, in Trailern schon gesehen. Okay. Interessant. Moment mal. Komm mir einfach hier eine Brücke hin. Nein. Ich darf keine mehr machen. Ich glaube nicht. Nee. Da, wenn ich Wasser oder Land berühre, anscheinend, dann passiert nichts mehr. Okay. Ja, okay, der ist etwas einfach. Ja gut, es ist hier da zum Lernen. Aber zuvor möchte ich gerne mal auf die Karte schauen. Haben wir was Interessantes verpasst? Nein, haben wir nicht. Gut. Dann weiter hoch.
Ja, komm. Wenn das auch geht. Auch was Stärkes. Du brauchst mir zu lang. Au. Gut. Was Interessantes hier auf der Seite? Nein. Hm. Das ist aber eigenartig. Ah. Okay. Ah. Warum kann ich da keine Schwimmen? Oh Gott. Da muss ich auf. Okay. Gut, prima. Wir müssen das mal weg. Dreimal. Aber wieso konnte ich jetzt hier keinen Block entstehen lassen? Nein, 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 nein. Du gehst mal wieder weg. Na komm. Sieht, wie es springen können. Habe ich was verpasst? Bisher nicht. Okay. Ab in den Dingsmodus und den und wow, bin ich schon wieder was voll. Hier will ich ihn hinpacken. Ja, das geht. Noch einen. Okay, jetzt haben wir die Brücke hier angeschlagen. Nein. Ja. Jawohl. Halt. Da ist doch definitiv was. Komm. Noch eins. Jawohl. Nichts? Okay. Oh, eine Fee. Aber ich habe wieder eine Fee in der Flasche. Aber auch gut zu wissen, dass man hier eine Fee bekommt. Gut. Okay. Ist mir aber auch egal. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Ich muss ein bisschen mehr üben. Okay, einmal bis drauf. Bis er tot ist. Man kriegt ja immer wieder nochmal neue zurück. Also, da braucht man keine Angst. Den Schwertkämpfermodus kann man gerne auswählen. Das ist kein Problem. Dann gehe ich nach oben. Was da ja nichts Interessantes gibt. Eigentlich. Okay. Wer noch da? Hast du das? Ja, gut, das ist unten.
Hier hole ich wieder meinen Hai, der den besiegt. Und hoffentlich den hier. Jawohl. Bravo, Hai. Hast du gut gemacht. Aber sonst ist hier wirklich nichts. Naja. Ah, und hier beginnt der Dungeon. Haben wir nach dem hier nicht gesucht? Wenn wir den Riss schießen, wird er wieder normal. Okay. Ich kann meine Gefährten in der Nähe spüren, wenn nur die Monster nicht wären. Ja, die besiegen wir. Ich glaube, jetzt haben wir den schweren Part Wegfreund gefunden und registriert. Haben wir geschafft, also. Oh nein. Das war nicht gut. Naja. Alles in Ordnung? Ich käme hier raus, aber du wohl nicht. Ein Echo, das mich nach oben zieht, wäre hier praktisch, ne? Okay, hier haben wir das erste Ding zum Ziehen. Ja gut, aber das ist ja etwas einfacher. Oh, dann gehen wir wieder runter. Okay, die Musik gefällt mir jetzt ehrlich gesagt. Ey, gehst du runter? Jetzt. Ah, okay. Okay, die Musik hier gefällt mir jetzt nicht wirklich. Obwohl ich... Ich weiß nicht. Die Musik ist irgendwie komisch. Wieder mal ein Wasserdungeon in Zelda. Oh nein. Was bist du? Bist du ein Zwischenboss? Er freut sich auf jeden Fall. Oh, weg. 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 Oh Gott. Runter. Da ist ein Gegner. Ignoriere die Gegner. Dann lieber noch oben durch. Hätte man das zeitlich auch schaffen können? Gott. Oh, 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 oh. Oh Gott. Böse. Aber nein, er ist kein Zwischenboss. Du wirst mir bestimmt helfen, hier zu besiegen. Ich kann auf den reiten. Ich hab das selbst ein Oktork. Ach, keine Ahnung, wo der ist. Okay, ah, hier. Hopp. Oh, natürlich. Sie will mich besiegen. Da habe ich schon rein. Danke. Wie besiegen wir dich, du Dummst? Mit minimal Daumen. Das hat auch geklappt. Okay, und wieder der Hai. Er ist etwas stärker. Ja gut, er heißt aber auch nicht Hai. Muss man fairerweise dazu sagen. Hat ja einen anderen Namen. Aber er hilft.
Okay, jetzt sind wir hier. Im Essen, okay, was ist... Ja gut, ich habe noch nicht die Karte, ich kann hier noch nicht gucken. Ein Herzlein für mich? Nein. Okay, die Mechanik ist klar. Rot oder blau? Die Frage ist, was machen wir zuerst? Machen wir zuerst blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Machen wir die zuerst. Und danach machen wir rot. Von der Umgebung her gefällt mir der Dungeon. Dazu will ich nichts sagen. Hier ist nichts mehr. Okay. Da glimmt was. Eine Bio-Dekorana gemerkt. Das habe ich doch richtig gesehen. Haben wir nicht schon eine Nee, wir haben noch keine Dekorana. Mach mir mal die Dekorana kaputt. Und bitte den Fisch zugleich auch. Okay, geh doch nicht vor. Obwohl du mir ihn ja umtötest, der dir im Weg steht. Oh, ist der voll stark. Ich würde gerne auf die Karte gucken. Aber er verbietet es mir. Nein, zähl's den. Danke. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Die wollen wir natürlich haben. Könnte auch eine Truhe... Ah, die ist hier. Öffnen. 100 Rubine! Yay! Sonst gibt's hier nur einen Aufstieg. Okay. Den man noch nicht betiteln kann, wo der hinführt. Ja, der Hai ist sehr stark. Ich würde sogar leicht sagen, schon ein bisschen overpowered, was der schon hier alles gemacht hat. Ihr habt gesehen, ich hab noch nicht mehr annähernd. Da unten ist eine Fackel. Aber wie könnte man die... Okay, sie lässt sich bewegen. Ja, gut, logisch. Muss die hier in die Ecke? Mhm. Ich brauche nämlich den Kerzol. Dafür. Weil der kann die mir anzünden. Und die Tür geht auf. Hey, nicht schlecht fürs erste Rätsel. Ah, und augenscheinlich haben wir hier den Schalter gefunden. Sehr gut. Also wenn der Dungeon mehrere solche Rätsel hat, dann Respekt. Aber er scheint klein zu sein, also... Groß ist der definitiv nicht. Jetzt müssen wir den roten machen. Danach haben wir die Wahl zwischen grau und gelb. Okay. Aber wir scheinen noch nichts verpasst zu haben. Irgendwie könnte man nach der Karte, ja. Ja gut, es sei denn, hier ist noch was. Aber das wird sich zeigen. Gut. Hier runter. Und hier wieder hoch. Von da kamen wir. Und dann geht's weiter mit dem Roten direkt schon.
Ja. Okay, es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Die Fontäne wird immer größer, je mehr Wasser wir reinholen. Im Grunde reicht es, wenn ich sage, wenn ich ihn finde. Da ist er. Wir nehmen dich. Ups. Oh, die küssen sich. Ich weiß nicht, ob es gut war, dieses Brett hier zu zerstören. Nein. Aber ich habe doch selbst ein Brett. Und zwar diesen Kasten, den wir hier relativ im Fang bekommen haben. Okay. Jetzt bin ich... Kind, die Übersicht da ist sau schlecht. Okay. Modula, zeig, was du kannst. Oh, ein Leben. Und nochmal zwei Fische. Komm. So. Vielen Dank. Hier oben haben wir noch eine Truhe. Auf die kann ich so springen. Oh, und die Dungeon. Ey, prima. Jetzt können wir doch mehr sehen. Haben wir hier was verpasst? Nein. Haben wir draußen was verpasst? Ja. Okay. Ja, das ist ja kein Problem. Ey. Teleportier dich mal. Teleportier dich mal hier hin. Das war dumm. Das war dumm von mir. Oh. Egal. Naja, so weit weg ist das hier jetzt nicht, wo ich war. Aber die Gegner sind wieder da. So. Ich hätte gerne den Wolf. Ach komm. Zelda, es ist schneller, wenn du sie gerade mit besiegst. So. Weil ich will nicht nochmal zurück in den Dungeon. Oh, wisst ihr, wo wir sind? Relativ weit unten. Ja, logisch. Aber das meine ich damit nicht. Sondern an der Stelle war ich nicht, ja. Okay. An der Stelle, wo wir so komisch hochgekraxelt sind. Dort habe ich diese Truhe verpasst. Aber da wird jetzt nichts Besonderes drin sein. Sag ich ja. Plus Pferdchen. Es gehört halt zu den 100% dazu. Aber sonst haben wir draußen nichts verpasst. Doch, hier auf der Seite. Okay. Eigentlich im Grunde dort, wo ich mir gedacht habe, oh, da wird hier nichts mehr sein. Aber es ist nicht wahr. Dort ist tatsächlich was. Ihr seid da. Was hast du dir dabei gedacht, hier den Echo zu machen? Oh Mann. Die ganze Zeit macht sie den Echo vor sich. Außer jetzt. Warum? Okay. Können wir vielleicht noch von da hin? Nein!
Okay. Aber warum ist da was? Hä? Macht doch wieder keinen Sinn. Okay. Das Gute ist. Ja. Nein. Macht mir die. Das Gute ist, wir können uns ja nochmal rein teleportieren. Hoffe ich zumindest. Das Schlechte ist. Okay. Dadurch kann man sich abschieden, ne? Was haben wir hier? Oh, Rubin. Der ist mir natürlich lieber. So. Das ist der Eingang, genau. Da teleportiere ich mich jetzt hin. Und dann geht's direkt weiter. An der Stelle, wo wir aufgehört haben. Mit noch weniger Leben. So. Aber draußen haben wir jetzt auch alles. Gott sei Dank. Ah, und die bleiben. Muss ich nochmal gucken. Linie. Die bleiben vernichtet. Das ist sehr gut. Viel verpasst haben wir zum Glück, also viel Backtracking müssen wir nicht machen. Was ein Glück, weil wir auch nicht viel verpasst haben. Weil wir waren ja genau hier. Ich hätte wieder gerne meinen Hai, der mir hier raushilft. Und das ist sehr gut gemacht. Man kann hier nicht farmen. Im Grunde. Okay, mein Hai aktiviert die. Oh Gott, ich muss hier hoch. Au. Okay. Vielen Dank fürs Leben. Ja, es piepst noch. Okay. Machen wir es jetzt hier ganz einfach. Wir ruhen uns hier mal ein bisschen aus. Weil es muss ja nicht die ganze Zeit piepsend vorangehen. Das finde ich halt auch ein bisschen bescheiden. So. Hier auf der Seite brauchen wir auf jeden Fall sowas, was fliegt. Weil ich sehe, hier haben wir ein Octorok. Noch fliege die Sting, zwei Haie. Okay. Das ist genug raus, gut. Ah, es geht auch schon direkt mit dem weiter. Motula, kannst du da was ausrichten? Ja, das ist mir egal. Ja, an den einen Rubin komme ich leider im Moment nicht hin. Nicht so lange die da sind. Okay. Ah. Au. Ja, Zelda, beweg dein Arr. Okay, hier muss ich jetzt tatsächlich mal ein. Ich werde mal schnell einen Smoothie trinken. Weil ich habe meine Zweifel, dass ich da jetzt relativ zügig rauskomme. Ich habe nämlich Mist gebaut, tatsächlich. Okay. Los. Okay, prima. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich mit euch fort? Habe ich etwas Starkes, das... Nein, eigentlich nicht.
Der Hai müsste den Hai besiegen. Macht er auch. Prima. Noch ein Hai. Ja, kümmert euch um euch selbst. Prima. Da sind 5er Rubin. Hier habe ich etwas Interessantes entdeckt. Jetzt ist mir ja egal, ob hier einer ist, würde mich runterschmeißt oder nicht. Wie gesagt, ich habe hier alle besiegt. Da trat ich auch eigentlich tatsächlich. Und hier kommen wir zur Truhe. Was haben wir hier drin? Nochmal 50er. Leider könnte ich jetzt nicht die 3 Rubine oder 2 Rubine, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aufsammeln. Ich könnte aber, soweit ich noch weiß. Ja. Okay. Komm schon. Modula, hilf mal mit. Ich weiß, ich sollte den Rubin am besten aufsammeln. Aber ich will im Moment nicht nach draußen. Wobei, werden die kämpfen kommen? Kommt schon. Nein. Ach, goddammit. Okay, das ist jetzt ein hin und ein her. Ah, okay. Die hat die nicht bekommen. Okay. Das war nur, in Anführungszeichen, nur ein Rubin. Aber ich hab da drauf nicht gedrückt. Sag mal, das ist hoch. Nicht links. Ah. Okay. Kann mir aber hier nichts passieren. Außer eigene Blödheit. Haben wir denn bis jetzt hier alles gefunden? Ja. Okay. Das sind nur 2 Truhen. Nur noch, ne? Ja. Ich habe nur noch 2 Truhen. Gut. Machen wir weiter. Ja, welchen Eck hole ich denn da am besten? Gucken wir mal, was du kannst. Nichts. Ist er besser? Die Antwort ist nein. Okay, da haben wir doch den einen. Au. Die Musik gefällt mir irgendwie. Hört sich witzig an. Ja, okay. Ich mach meinen Hai wieder platt. Okay, prima. Damals sind die Türen. Ja, aber die waren jetzt nicht die Welt. Also, das tut mir leid für die Krabben, aber ihr seid nicht die stärksten Gegner. Dies war wirklich jetzt nicht so schwer. Okay, jetzt sind wir hier in den Raum. Ah. Okay, dann haben wir hier alle Räume gesehen. Oh. Dann geht's nur noch nach oben. Okay.
Aber anscheinend haben wir hier keinen Zwischenboss. Ja gut. Ist ja nicht so schlimm, aber jetzt kommen wir auf die nächste Etage. Das ist sehr gut. Da will ich Mämmchen. Jetzt habe ich noch Hoffnung, dass hier irgendwo irgendwas ist für Leben. Nein. Okay, ah, hier sind wir. Und der Bombenfisch lebt auch wieder. Dann würde ich sagen, die nächste Etage ohne Boss gibt es im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte von Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein, ciao.